Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Alien Breed auf dem Amiga. Eins dieser Spiele, welches ich in meiner Kindheit bis zum Erbrechen gezockt habe. Ich würde sagen, wir starten mal direkt ein. Starten ein neues Spiel. Das Spiel hat jetzt so eher nichts mit Alien zu tun, dem Film. Jetzt hat er uns das Intro übersprungen, beziehungsweise die Levelbeschreibung. Egal, wir sind hier der Soldat und sind hier halt auf dieser Raumstation gelandet. Wir müssen Schlüssel einsammeln, was ziemlich cool ist. Ui, da werden wir hier von unseren Düsenstrahlen nach hinten weggedrückt. Müssen Geld einsammeln, mit Geld können wir andere Waffen kaufen. Und mit Schlüsseln können wir halt dementsprechend Türen öffnen. Und da ist auch schon das erste Alien. Mies und fies. Und wir müssen jetzt, naja, zumindest hier in diesem ersten Level erstmal den Ausgang finden. Vielleicht kann ich auch mit dem D-Pad steuern, sehr gut. Und in den weiteren Leveln geht es dann halt darum, bestimmte Gegenstände zu zerstören oder eine Bombe zu zünden. Es geht halt darum, dieses Mysterium dieser Station aufzuklären. Was ziemlich cool war, waren hier diese Computerstation, in die man sich reinhacken konnte. Hier konnte man dann neue Waffen kaufen, neue Tools, wie zum Beispiel, ja, dass man eine Karte dabei hat oder ein extra Leben kann man sich kaufen für entsprechende Credits. Hier sehen wir es gerade, wir haben 220 Credits, haben also auch nicht viel Credits mitgebracht von unserer Heimatwelt, im Prinzip überhaupt keine Credits. Und müssen halt die Credits hier einsammeln und können die dann ausgeben. Man muss sich sehr gut überlegen, für was man das ausgibt. Und ganz lustig, ich glaube, das habe ich euch schon in der Alien Breeds CD32 Version gezeigt, dass man hier sogar Pong spielen kann. Ich will hoffen, dass ich aus diesem Programm wieder rauskomme. Ich will kein Pong mehr spielen. Jetzt nicht ernsthaft, oder? Muss ich jetzt hier eine Stunde Pong spielen mit euch, oder was? Ja, so ist das. Auf der anderen Seite endlich mal das Pong-Let's Play, welches ich euch noch nie versprochen habe und auch nie machen werde. Es kann natürlich lustig werden, wenn das jetzt bis 99 geht und dann das Spiel erst vorbei ist. Also ein Game im Game sozusagen. Alien Breed und Pong. Ja, man hat natürlich dafür Zeit. Man ist hier auf einer unbekannten Raumstation. Weiß nur, dass diese Raumstation von einer unbekannten Spezies überrannt ist. Überliegen Leichen, Tote und tote Leichen. Und man spielt erstmal am Computer in dieser Raumstation eine Runde Pong. Ja, wer würde das nicht tun? Pong ist ein Klassiker, den kann man nicht links liegen lassen. Ja, anscheinend nimmt das hier gar kein Ende mehr. Pong, natürlich eins der berühmtesten Videospiele der frühen Vorzeit der Videokonsolen, hat sich dann später auch in die Wohn- und Kinderzimmer dieser Welt verbreitet. Dort haben die Spiele dann Tage, Nächte und sogar stundenlang Pong gegeneinander gespielt und es gab sehr viele Pong-Varianten, Zweier-Pong, es gab damals Vierer-Pong und es gab Ping-Pong. Endlich ist es vorbei. So, weiter geht's hier mit der eigentlichen Aufgabe, Alien Breed, Aliens erschießen und, weiß ich nicht, Raumstation in die Luft jagen. Das mit den Keys ist natürlich immer so eine Sache, man muss mal schon gucken, durch welche Tür man geht. Allerdings, da kommen wieder Aliens. Ja, ist gut. Daneben schießen ist immer gut. KI ist hier nicht die allerbeste, wie ihr seht. Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht den Trainer einschalte, der in dieser Version Gott sei Dank dabei ist. Aber na, das machen wir jetzt mal ohne Trainer, um euch das Spiel mal kurz zu zeigen. Oh, da unten liegt Geld. Und egal. Wow, Hilfe! Hilfe! Man hat auch nicht unendlich Munition und natürlich auch nicht unendlich Leben. Oh, das sind mir eigentlich zu viele Aliens. Ja, wo kommt ihr denn alle her? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Ja, wie schon eingangs erwähnt, das Spiel habe ich sehr viel gespielt in meiner Kindheit. Da ist übrigens der Aufzug zum nächsten Level. Es war einfach toll. Auch zu zweit hat es natürlich richtig Bock gemacht. Man kann das nämlich hier schön im Koop spielen. Nicht noch überall Geld, das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, toll. Sagst du so. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Dann war ja ein First Aid, aber da komme ich nicht dran.
Ja, und zu zweit hat es natürlich richtig Bock gemacht, aber auch alleine. Das habe ich wirklich sehr, sehr lange gespielt. Das habe ich wirklich, wirklich viele, viele Sessions stundenlang gespielt. Das war auch so eins der Spiele. Darunter haben meine Noten nachher doch arg gelitten, zumindest eine Zeit lang. Und es waren diese Spiele, wo man nebenbei Kassette gehört hat. Ja, jetzt werden einige von euch sagen, was ist so ein Geier ist denn eine Kassette? Sowas wie CD. Da waren Lieder drauf. Und die konnte man sich dann halt in einem entsprechenden Abspielgerät, in einem Kassettenabspielgerät anhören. Und die Kassetten, die wir da gehört haben, zumindest ich, da war es zu der Zeit modern, dass man sich da die neuesten Bravo-Hits geholt hat auf Kassette, die man für wenig D-Mark auf dem Flohmarkt beim netten polnischen Händler bekommen hat. Da gab es dann zum Beispiel, als dann was gerade offiziell die Bravo-Hits 1 draußen war, gab es dann schon hier Bravo-Hits 18 auf Kassette, die neuesten Lieder drauf. Bravo mit W geschrieben, aber für kleines Geld und relativ schlechter Qualität konnte man Alien Breed zocken und dabei die neuesten Hits hören von den Bravo-Hits. Deck 2. Sehr schön. Was gilt es hier zu tun? Das wüssten wir, wenn er den Text nicht einfach so übersprungen hätte, jetzt gerade am Eingang. Es gibt auch verschiedenfarbene Aliens. Das sehe ich jetzt gerade erst wieder, das fällt mir so ein. Die ersten waren schwarz. Hier, es gibt auch diese Facehugger, wie ihr seht. Die sind ganz fies zu treffen. Oh Mist. Ja, Zoll, da drin sind Keys. Jetzt komme ich hier auch nicht weiter. Was man im zweiten Teil machen konnte, und das hatten sie damals dann sehr gut geändert, es war schon ein bisschen frustig, wenn man. Ach du grüne Neun, jetzt habe ich das hier kaputt geschossen, jetzt komme ich ja nicht mehr durch. Wenn man keine Keys mehr hatte, konnte man dann sich einfach hinstellen und die Tür aufschießen. Das haben sie dann im zweiten Teil eingeführt. Fand ich eigentlich eine recht. Na toll, jetzt habe ich mir von der Tür kaputt quetschen lassen. Fand ich eigentlich eine recht sinnvolle Änderung. Das geht jetzt nämlich im ersten Teil nicht. Wie, Das ist das Problem, dass ich jetzt den Text am Anfang nicht gesehen habe und ich weiß, was es hier zu tun gibt. Aber ich meine, dieser zweite Level ist dazu da, um irgendeinen Generator in die Luft zu jagen. Dann hat man, glaube ich, 60 Sekunden Zeit zu verschwinden, um den richtigen Weg zu finden. Nicht einfach das Spiel. Nicht einfach. Aber wenn ich mich recht erinnere, klappte das oder funktionierte das mit Passwortsystem damals, sodass man dann schön an den Levels, wo man dann damals aufgehört hatte, weitermachen konnte. Da kann man in die Richtung durch, das ist gut. Da können die Aliens aber nicht durch. Nein, da können die Aliens nicht durch und gehen aber einfach hinterher. Bin ich jetzt hier gefangen? Hilfe, bin gefangen! Ich bin gefangen! Game over. Ja, Alien Breed auf dem Amiga. Gab dann noch ein paar andere Teile. Gab nachher auch einen 3D-Ableger, der so ähnlich funktioniert und aussah wie Doom. Ich mag das Spiel. Ich spiele es auch heute noch gerne. Es gibt auch ein sehr gutes Remake, welches dann direkt unter Windows läuft. Das heißt Alien Breed Operational oder so in der Art. Wenn ich daran denke, werde ich das in die Videobeschreibung packen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Das war Alien Breed. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.